Und zack. Erster Versuch. Jetzt das Glücksschwein. Ja, super. Nochmal. Das war's. Das danke, Petra Hoffmann. Kommen Sie zu mir. Und Glückwunsch, Erika Weiß, zum verlängerten Wochenende in Kühlungsborn. Das Hotel Waldkrone erwartet Sie mit einer Person Ihrer Wahl zum Kurzurlaub. Petra, überhaupt schon mal Dart gespielt? Ganz selten, ganz selten. Aber haben schon mal. Gut, keine Premiere gewesen. Ich muss Sie mal fragen, Menschen zu unterhalten und zum Lachen zu bringen, das ist ja früher nicht einfach gewesen, heute auch nicht. War das schon immer so ein Kinderwunsch von Ihnen? Kinderwunsch kann man nicht sagen. Also ich habe als kleines Kind mich gern verkleidet, habe im Freundeskreis die Menschen gern zum Lachen gebracht, auch meine Freundinnen, habe mich manchmal lieber etwas dümmer gestellt, damit man über mich lachen kann, habe mich gern mit dem Holzquirl oder mit dem Kochlöffel hingestellt als Mikrofon vor den Spiegel und habe gesungen. Also irgendwo gab es da schon erste Ansatzpunkte. Also gesungen haben Sie ja dann später tatsächlich, ja. Und zwar in Bands. In welche Musik haben Sie gemacht? Tanzmusik, alles. Bis Filmmelodie, Musical, also alles quer durch den Gemüsegarten. Aber was haben Sie denn gelernt? Was war Ihr Berufswunsch? Mein Berufswunsch war eigentlich Tierpflegerin. Ah ja. Ja, also ich wollte immer in den Zoo. Ich liebe alle Tiere, also alles, was da kreucht und fleucht. Außer Spinnen habe ich ein gestörtes Verhältnis. Und ansonsten mag ich alle Tiere und ganz besonders die Affen und die Schimpansen. Also dann gehören Tiere, obwohl sie keine Tierpflegerin geworden sind, zu ihrem Leben, kann ja, man so doch, sagen? Kann man sagen. Wie gehen Sie mit denen um, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, Schimpansen, das sind ja auch gar nicht so ungefährliche Tiere. Ja doch, also ich bin auch engagiert im Verein zum Schutz der Schimpansen. Den gibt es hier und wir betreuen die Affen und wir versuchen, dass sie in Würde alt werden können. Wir wollen ihnen ein gutes Zuhause geben und da sind wir sehr engagiert. Und manchmal trifft man sich zum Affenpicknick und da fahren wir mit den Affen raus und da dürfen die draußen toben. Und da hat man mal ganz konkret und nah diesen Kontakt und das ist wunderschön. Aha, was verbirgt sich jetzt unter Picknick? Wir sehen ja jetzt einige Fotos, die Sie uns mitgebracht haben. Das ist also im Grünen, der Korb wird ausgepackt, was ist so bei? Also wie man sieht, Fläschchen. Ja, die sind natürlich sehr neugierig. Man muss da alles verstecken und alles festbinden. Das Beste ist, man nimmt gar nicht viel mit, weil dann ist es bestimmt verschwunden. Die sind auch sehr neugierig. Aber die toben eben im Freien draußen herum und man darf mal hautnah mit dabei sein. Schimpansen haben Sie nicht zu Hause, nein, aber Plüschtiere. Ja. Die sollen ja verteilt sein in Ihrer ganzen Wohnung. Also es gibt einige, die brauche ich auch fürs Programm. Es gibt Clowns, es gibt Kasperpuppen, es gibt Handpuppen, Marionetten. Also da gibt es alles. Ach so, ich dachte auch von Fans kriegt man ja auch so. Kriegt man auch, ja, ja. Das kuschelige kriegt man, Tiere kriegt man geschenkt. Auch. Wie sind Sie denn jetzt auf die Kinderrollen gekommen? Haben Sie sich von jemandem inspirieren lassen? Hatten Sie ein Vorbild? Ja, oder haben Sie sich das alles selbst ausgedacht? Nein, also so Humor hat mir schon immer gefallen. Ich habe gedacht, das ist eine schöne Aufgabe, Menschen zum Lachen zu bringen. Und ich wollte eine Figur schaffen, wo man sagen kann, man ist nicht verletzend. Also man kann vieles sagen, aber man ist nie verletzend. Und in was für eine Rolle schlüpfe ich jetzt? Und das ist eigentlich das Kind. Auch die sächsische Göre Julia weiß genau, wie man Lachmuskeln trainiert. Und da schauen und hören wir uns jetzt einfach mal an. Meine Damen und Herren, viel Spaß mit Petra Hoffmann. Hier kommt dein lieber Julia. Deine liebe Julia, wie siehst denn du aus? Papi, ich bin heute Nachmittag beim Fußballspielen in eine Pfütze gefallen. Mit den neuen Sachen? Ich kann die Stunde vor dem Sturz noch umziehen. Du kannst ja deine Sportsachen anziehen. Nee, eben ne, Papi, ich musste mich heute Mittag schon umziehen, weil die Mami dann ins Bad wollte. Aber das ist doch kein Grund, dass du zu spät kommst. Von wem du das bloß hast? Nur von dir, Papi. Von mir? Also ich bin noch nie so zu einer Feier hingegangen. Na, hingegangen? Nee, aber zurückgekommen. Das stimmt aber nicht. Doch, Papi, das habe ich selber gesehen. Wann hast du das gesehen? Jetzt mal, da bist du doch zum Onkel Horst gegangen zum Geburtstag, ne? No? Und da hattest du doch den schönen großen Blumenstrauß. Ja, der war schöner großer Blumenstrauß. Das war, ja. Du sag mal, Papi, waren das Nelken oder waren das Chrysanthemen? Das war schöner Chrysanthemenstrauß, war das. Ja. Sag mal, Papi, wie schreibt man den Grüß an dem? Grüß an dem, du, es war doch ein Nelkenstrauß. Ach. Ach so. Tja,
Julia alias Petra Hoffmann, wie kam es denn überhaupt zu dieser Zusammenarbeit mit Ihrem Sketchpartner und Sketchpapa Günthi? Also wir sind uns immer mal über den Weg gelaufen bei irgendwelchen Auftritten, Solo-Auftritten. Und da haben wir immer mal gedacht, man müsste mal etwas zusammen machen. Gerade diese Dialoge, man kann so schöne Geschichten erzählen, wie früher Herricht und Breil oder wie der Kurs und Feuerstein. Und irgendwann ist der Tag gekommen, dann haben wir gedacht, wir probieren es mal. Und das hat einfach funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Wer schreibt denn die Texte jetzt dafür? Die machen wir gemeinsam. Petra, Sie waren ja Fachverkäuferin für Rundfunkgeräte. Ja. Sie haben den Beruf dann irgendwann gewechselt. Warum? Weil sich nicht mehr vereinbaren ließ. Ich habe in einer Band gesungen, wir haben Tanzmusik gemacht, wir waren immer unterwegs, manchmal freitags schon. Und die Öffnungszeiten im Geschäft, also das ließ sich nicht mehr vereinbaren. Und da bin ich dann erstmal ins Büro gegangen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich probiere jetzt das und mache mich selbstständig und mache mein Hobby zum Beruf. Und welche Lehrmeister hatten Sie so an Ihrer Seite? Also ich hatte Gesangsausbildung bei Frau Promny-Göpfert und dann Pantomimeunterricht bei Ralf Herzog. Das ist ja ein Begriff, ja. Der Mann. Ja, ich würde sagen, wir schicken jetzt gemeinsam Grüße auf die Reise. Ja. Und ich würde so gerne wissen, wie das klingt, wenn Fried Linde den ersten Glückwunsch verliest. Also, schon 9 Jahre ist Stefanie Wawrock in Cottbus geworden. Sie soll weiter so ein nettes Kind bleiben und der ganzen Familie Freude machen, wünschen die Eltern, Großeltern und Schwestern. Ich muss zugeben, es ist wunderbar. Es fällt mir schwer, jetzt nicht zu lachen. Ja,